Ja, ich habe 3.0-Dateien. 3.0.0-Byte-Dateien, sehr gut. Die können wir sehr gut gebrauchen später beim Schneiden. Die kriegst du. Ja, schick die mal rüber. Ja, geht dann vielleicht sogar per E-Mail. Diesmal ja. Nicht, dass du mir wieder irgendwie so Verknüpfungen auf deine Dateien per E-Mail schickst. Genau, weil wieder. Nein, dachte ich, ist ja vielleicht ganz lustig. Ja, herzlich willkommen zurück bei Prost, Skype. Chris. Prost, Michi. Hi. Diese Folge widmen wir der guten Nizi, ja, ausgezeichnet. Auch unten in den Kommentaren, wollte ich schon sagen. Dann bestimmt, hoffentlich auch, aber in der Description. Schaut auf ihren Kanal, auch Minecraft. Alles super und sehenswert auf jeden Fall. Ja, und wir stehen hier extra. Der Michi hat hier noch einen Basic Drawer vorbereitet. Genau. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, naja gut, 111, es ist lang nicht alles. Der Michi hat da schon jede Menge raus. Es ist eher... Ich habe zwei Stacks schon verbraucht. Genau. Und die 111 haben wir jetzt in 10 Minuten. Oh. Ja, also wir haben, wir machen gerade mal wieder so eine Aufnahmesession. Das heißt, wir waren eigentlich gerade noch da drüben und haben das Ding gebaut. Ja. Und also jetzt haben wir die nur hier hingestellt und dafür gesorgt, dass die jetzt nicht im ME-System wo verschwinden. Und das war es schon. Also das ausgezeichnet. Also das läuft. Genau. Und jetzt wollen wir die Dinger natürlich auch für irgendwas verwenden. Hast du eigentlich schon Soul Sand dabei, Michael? Ja, du kümmerst dich um die Köpfe und den Soul Sand. Ja, Michi hat sich gleich stackweise Köpfe. Ich dachte mir, ich nehme mal 3. Ja, ist ja vielleicht nicht verkehrt, kann man ja vielleicht für irgendwas gebrauchen. Aber dann nehme ich nochmal Soul Sand mit. Ah, und wir haben da ganz tolle Ideen. Wollen wir eigentlich das jetzt dann mit dieser Piste auch machen? Hab ich oder noch nie gemacht. Weiß ich nicht. Ja, nee, brauchen wir eigentlich dann nicht. Dann ist eigentlich wurscht. Weil, also ich kenne das mit der, also man kann ja da so einen Käfig praktisch bauen. Ja, genau. Unten die Pisten hin, dann den Wizard drauf aufbauen und sobald der da ist, dann aktiviert man die Pisten und der wird oben reingestopft, ja, in diese, da gibt es so ganz spezielle, auch Blast-Resistant Blöcke. Und dann hängt der da drinnen, ja, und dann kann man da ganz gemütlich, kann man auf den draufhauen. Brauchen wir heute eigentlich nicht. Denn der Michi will ja gleich im großen Stil ein Gebäude bauen. Ja, der widmet quasi ein Gebäude den Wizzern. Ja. Und wir gehen dann ganz todesmutig da rein. Ja, vielleicht mit einer Tür oder so. der kommt ja nicht raus durch den... Nee, durch die Tür kommt er nicht raus. Ach so, machst du das? Ja. Reinforced Obsidian, Reinforced Glas. Ah ja, okay, das Glas ist aber, naja... Es sieht nicht vertrauenserweckend aus, ne? Du kannst doch. Nee, es sieht halt vor allem, man kann halt auch nicht durchgucken, Glas. Was? Irgendwie, ne? Also bei mir nicht. Bei mir kannst du super durchgucken. Ah, das ist wieder. Ja. Dein Modpack. Ja. Texture-Pack. Ja. Geh weg. Hast du eigentlich hier drüben schon das Dach? Hast du auch noch nicht. Aber der Michi hat schon Glas gebaut, also hier werden wir das Dach noch zumachen. So. Jetzt ist hier auch gerade relativ ruhig, sehe ich gerade. Mal gucken. Aber das funktioniert schon. Da unten leuchtet's. Das wollte ich in der letzten Folge eigentlich ja noch sagen. Hier mit diesen Pylon-Dingern. Was extrem cool ist, man sieht, wie viel Strom da verbraucht wird. Ja. Und zwar in Form von diesen Pünktchen. Ja, und auch die Laser dazwischen, ja, die dicke. Die werden dicker, ja, genau, genau. Das ist dann cool, wenn man irgendwo was einschaltet, auf einmal so voll der Beam, geht dann darüber. Und wenn man halt mehrere Maschinen da in Reihe hat, dann sieht man halt, ah, okay, die braucht ziemlich viel, die dann irgendwie weniger. Das ist schon ganz... Okay, ja, cool. Was denn? Ja, na, dein Dingens hier. Finde ich gut. Yeah. Und ich glaube, in diesen Reinforced Obsidian, da drückt man den auch dann eigentlich rein. Aber dafür ist natürlich jetzt hier zu hoch. Macht ja, gut, aber nichts. Du könntest auch tiefer setzen. Also ich, wie gesagt, ich kenne das nicht. Ich kenne das halt hier nur automatisiert, dass du den Turm hoch machst, dann lässt du die oben... setzt du die zusammen und dann fallen die runter, bis die aktiv sind und unten ist dann der Grinder, der sie direkt tötet. Genau, das kann man dann... Also, genau, da muss man dann ausmessen, wie hoch der Turm sein muss und dann werden die unten direkt weggeschlachtet.
Genau, genau. Ich habe das nur nie, den Sätzen nicht automatisch hingekriegt. Ich habe die dann oben immer manuell gesetzt und sind sie halt runtergesetzt. Ja, das mit dem automatischen Setzen ist ein bisschen... Da muss man ein bisschen Trick bei. Und den habe ich nicht so richtig hingekriegt. Ja, aber vom Grund ist es zu, genau. Also was passieren wird höchstwahrscheinlich ist, wenn der seinen Explosionsstoß, dass hier vorne die Kante wegfliegen wird, auf der du gerade stehst. Ja, dann gehe ich hier rein. Hier drin bin ich ja sicher, oder? Hast du gesagt. Genau, ja, da bist du sicher. Ja. Ja, dann hätte ich jetzt... Ja, und wo töten wir den dann? Also, da drin. Du gehst dann da rein. Das war doch so, oder? Und jetzt dann da noch Köpfe oben drauf. Schön, jetzt kommen die Köpfe oben drauf. Oh, ich bin gespannt. Warte mal, ich lege mal hin, dass die Aufnahme auch ein bisschen heller wird. Weil das wäre... Ich bin zurzeit an den ganzen Scheinwerfern halt blind. so sieht das hier aus. I smell bacon, time to wake up. Ja, genau. Ja, hier drin hat sich jetzt nicht so viel verändert. Bisschen heller ist es. Ja, von hier außen? Ja, okay. Aber theoretisch kann man hier auch noch so ein, zwei Blöcke raus mit dem Reinforced machen. Ne? Das ist nicht Ach so, gut. ja, wenn die weggesprengt sind, setze ich die dann hin, ja. Ja, setz drauf. Ja, toll. Und ich bin hier drin. Ah, weg! Ich gehe hier raus jetzt wieder, ne? Ja, genau, bis die Explosion kommt. Weil die würde dich da drin schon unangenehm treffen. Na, ich habe hier super Rüstung. Ehrlich? Iron. Nichts. Wow, also weggedrückt hat sie mich auch. Ich sehe ihn hier auch schon. So, jetzt hat sich der Typ halt nach oben gefunden. Ja, hier ist aber schon relativ unangenehm jetzt. Und... Ja, Michi, super, das ist funktioniert ausgezeichnet. Ich bin total froh, dass wir diese Wizard... Oh, der macht alles kaputt, Michi! Oh, Scheiße! Und ich glaube, ja... Oh Gott. Haben wir ein Backup? Nein. Funway Guy. Ich sehe ihn auch schon nicht mehr. Aber der fliegt... Ich krieg ihn halt nicht mit dem Schwert, weil der haut ab. Töte den jetzt mal und dann... Ja, der lässt mich halt nicht rankommen. Weil je mehr ich steige, desto weiter steigt er auch. Ja, dann geh weiter runter. Keine Ahnung. Ja, also ihr merkt schon, das ist super. Ja, ich treffe ihn hier schon ein, zwei Mal jetzt gerade, aber... Ja, du bist auch über ihn. Dann hau ihn halt. Ja, der ist zu schnell. Mein Jetpack ist bei 41%. Ja, dann ziehe ich ihn runter. Aua. So, jetzt Aua. Moment. Und vor allem hier in der Luft müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir dann das, worum es eigentlich geht, auch irgendwie auffangen. Magnet habe ich an. Ich habe nur nichts zu essen. Ja, ich habe 30% Jetpack. Ja, dann... Oh. 28. Ja, und ich bin tot. Also ich finde es mit der Piste gut, wenn der dann so da drin steckt. Geh mal wieder runter. Wieso ist denn der jetzt da durchgekommen, weil da Löcher in der Decke sind? Hat er sich da durchgezwängt? Irgendwie schon, ist mir aber vorher noch nie passiert. Naja gut, jetzt ist er auf jeden Fall relativ weit. Aber hat er jetzt schon wieder... Heilt er sich? Kann das sein? Der war doch vorhin schon weiter unten, oder? Nee, ich kenne das nicht, bei mir sind die immer relativ schnell tot. Ja, genau. Nein, ja schon. Schon reichlich Videos mit uns, wie wir uns mit den Dingern Ja, das war ja. So, bist du wieder bei 100%? Der kommt nämlich jetzt runter. Ja, 19. Ja, dann und komm und halt und lad auf. Ja, ich lade. Ja. Ja. Labert da rum. Ja, der lädt sich echt wieder. Ah, das ist wieder anstrengend. Ich mach den hier. Das sind, so, 70, 80. Du hast mir auch kein gutes Jetpack gemacht. Da ist er ja. Cool, der erleidet Schaden gerade. Warum auch immer, das ist ja komisch. Arsch. Der macht alles kaputt. Schau bitte, dass du den nicht über unser ME-System fliegst. Oh, das ist eine gute Idee. Kann der teleporten? Nee, kann er nicht. Aber der ist trotzdem schnell genug. Komm, jetzt. Wo bist denn du? Ich hier direkt unter dir, aber du fliegst halt schneller wie ich. Ich
wollte das gute Chat. Das Problem ist, wenn ich steige, du musst halt drüber und ihn alle machen. Der hat sich, der schießt ja, halt nur auf mich. Aber ich kann nicht so schnell. Schau, ich töte ihn jetzt. Komm. Ja, dann töte ihn mal.